So, und da bin ich wieder da. Und wir sind immer noch am selben Punkt wie voriges Mal. Müssen natürlich ja alles ein bisschen erforschen wieder. Oh Gott. Okay. Nachbarshund. Hörst du mich? Ich hoffe, er ist eingezäunt. Böser Hund, böser Hund. Er muss wissen, ob hier ein Zaun ist. Jetzt ist ein Zaun hier. So richtig mag sie nicht hier hingehen. Nein, sie hat Angst. Und soll dort bleiben, wo er ist. Böser Hund. Richtig böser Hund. Wirkt natürlich dann immer auch alles gleich ein bisschen dunkler und düsterer. Ist das vielleicht die Brücke, die wir vorhin gefunden haben? Okay, ich dachte jetzt wirklich, die Brücke ist kaputt. Ja, hier waren wir vorhin schon. Identifizierbar bis jetzt. Und erstmal. Ah, okay, wieder ein Haus. So. Geht's doch nicht hier weiter. Aber vielleicht werden wir jetzt was Schönes wiederfinden. Das waren nur ein paar Kisten. Das ist sozusagen der nächste Bauernhof eigentlich. Mit einem Brunnen, einer Kuh. Jetzt wird langsam alles klar, was wir hier finden. Kirche. Ah, was? Wir müssen erstmal hier noch wieder zurück. Aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Man muss erstmal seine Umgebung kennenlernen. Kann ich hier was machen? Nein. Direkt zu dieser Kuh gehen? Das ist bestimmt abgezäunt. Da geht's runter. Ich sollte aufpassen. Kleines Landhaus mit einer kaputten Dachrinne, die auf Kisten tropft. Das haben wir jetzt gefunden. Und da hinten Nani?
sie doch gerade gehört. Ich denke, wir laufen hier hinten im Kreis, weil wir ja vor uns den Anfang einer anderen Ecke gefunden haben. Ja, ich denke, ich habe recht. Denke. Baum wieder. Nein. Hier. Oh, also. Ein Geräusch. Was für ein Geräusch. Oh oh. Ray scheint keine Angst zu haben. Aber. Wow, ist. Ah, okay. Unbekannte Weite. Man weiß nicht, was da hinten ist. Aber ohne dass wir das hier inspizieren, werden wir natürlich nicht strikt darauf zugehen. Wir versuchen erstmal wahrzunehmen. Vielleicht ist ja auch was Schönes dahinter. Man weiß es nicht. Also ich denke, so für Blinde ist sicherlich schwer, wenn man über ein Feld läuft oder so. Weil da hat man ja fast keine Anhaltspunkte. Wie, wir hören da ein Vögelchen. Wir pirschen uns langsam ran. Vielleicht könnte man die Schritte zählen, die man läuft. Oh, jetzt wird's gruselig. Ich hoffe, ich begehe keinen Fehler, wenn ich zu nah rangehe. Nein, da gehen wir natürlich nicht rein. Erst wenn wir einen Anhaltspunkt haben. Vorher können wir uns da nicht weiter getrauen. Ich werde es nicht herausfordern, hereinzulaufen. Ich werde der Reh nichts antun. Wir wissen, wir sollten nicht zu weit rausgehen. Wenn wir zu weit rausgehen, werden wir uns verlaufen und werden nicht zurückfinden. Solange wir keine Anhaltspunkte haben. Oh mein Gott. Eine Bahn gewesen. Tabu-Punkt. Jetzt wissen wir, warum es so gruselig ist. Ich werde natürlich hier nicht weitergehen. Da gehen wir lieber hier lang. Man kann ja mal später im Stream oder so, kann man dann austesten, wie es denn wäre, wenn ich dann hier reinlaufe. Aber ich möchte das jetzt nicht herausfordern, wir wollen der Reh ja nichts antun. Also Gebiete, wo wir als blinde Person nicht hingehen sollten. So, gehen wir mal wieder lieber zurück. Dann gehe ich gleich nach links, denke ich. Weil links war ja auch noch dieser Weg. Ich dachte, der führt hier hin. Kann ich hier rein? Nein. So, bevor wir hier runtergehen, finde ich ja cool, wieder Blumen geben eigentlich. Das wäre ja schön. Ich glaube, ich komme hier auch nicht weiter.
Da hatte ich wohl recht. Deswegen gehen wir jetzt weiter den Weg entlang. War das ein Weg? Ja. Nee, wir kamen von der Brücke. Kam von der Brücke und hier oben war dann dieser Weg. Ach, der Weg hat aufgehört und wir waren bei dem Haus. Also müssen wir vielleicht über die Brücke gehen? Es gibt keinen anderen Weg. Da unten waren wir schon. Ich kann doch jetzt nicht in diese... kann nicht über diese Bahnschienen laufen, wo ich doch überhaupt keine Ahnung habe, wo es hingeht. Ich denke, ich habe hier einfach noch Weg übersehen. Unsere Kuh. Genau. Da müssten wir ja von hier unten gekommen sein. Vielleicht ist da unten noch irgendwas. Wir müssen da lang. Das ist aber sehr gefährlich, was wir da machen. Es gibt keinen anderen Weg. Dann sollten wir vielleicht darauf Acht geben, dass diese Ampel nicht losgeht, bevor wir darüber laufen. Aber das ist wirklich so. Ich finde es ein bisschen heftig. Muss ich jetzt mal wirklich sagen. Wir können doch das kleine Kind nicht über die Bahnschienen laufen lassen. Das ist die Turmglocke. Wenn die Turmglocke läutet, bedeutet das dann, die Bahn kommt? Nee. Seltsam, warum ist so eine einzelne Kirchenglocke hier? Ich glaube aber irgendwie, wir sind auf dem Weg wieder nach Hause. Es ist wirklich, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber uns bleibt ja jetzt nichts anderes übrig. Das hier. Uns bleibt jetzt wirklich nichts anderes übrig, als da drüber zu gehen. Ist viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Gehen sicherheitshalber zur Ampel. Das ist ja zumindest, ich denke, für Blinde gemacht, dieses Klicken. Er kennt es selber von... Ja, okay. Ah, okay. Keine Bahn gewesen. Jetzt darf ich laufen. Oh Mann. Okay, wir sind drüber. Puh. Es war schon mal eine gute Entscheidung, dass ich jetzt nicht weitergegangen bin. Also vorher. Wäre ich einfach reingelaufen, dann hätte was passieren können. Aber ich hätte eigentlich selber drauf kommen müssen, dass dieses Klacken, das ist ja auch in der Stadt, wenn man an einer Ampel steht und ja, dann knackt das ja auch so und das ist ja für Blinde gedacht. Aber die Verknüpfung, die musste ich jetzt wahrscheinlich erstmal hier im Spiel bilden. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Mal wieder wissen, wie wir nach Hause kommen ungefähr.
können wir natürlich nicht alles nicht lesen, weil wir ja sowieso nichts sehen. Wir wissen nur, da sind irgendwelche Schilder. Da wird wahrscheinlich irgendwas dran stehen. Und hier darf ich nicht lang. Geht also nur der Straße. Ich darf also nur der Straße entlang laufen. Bis jetzt. Aber wenn die sich das vorstellt, wie schön muss gerade die Landschaft hier riechen, und sie sieht das ja nicht, aber sie riecht, wie grün es ist. Ein Zaun? Deiner, aber trotzdem, es ist, ich find's sehr gefährlich. Sieht aus wie ein Park, würde ich jetzt mal meinen. Vielen Bäumen. Das ist doch wunderschön. Wir sind jetzt schon ganz schön weit weg von zu Hause. Aber er hat immer noch Lust, weiter zu forschen. Tiefer in die Welt einzudringen. Alles zu sehen. Wieder ein Haus. Vielleicht ist es doch kein Park. Kein Park, sondern doch wieder ein kleines Wohnviertel. Banani? Hey, war niemals zuvor so weit weg von zu Hause gewesen. Aber sie stellte sich vor, wie Nani hierher gekommen wäre. Das stellt sie sich vor, ja, schon die ganze Zeit. Vielleicht findet sie jetzt Nanis wirkliches Zuhause. Kommt immer mal vorbei. Oh, noch ein Haus? Ja, wir sind in einem kleinen Wohnviertel hier. Was ist das? Ein Gemälde sein. Mitten auf der Straße. Kann ich hier weiter? Oh, sieht's aus? Die Laternen hört man auch. Ich denke, bei den Laternen, die hört man, weil dieses Glas, was oben drin ist, das die Glühbirne sozusagen schützt vor Wind, Wetter, es klappert manchmal ein bisschen. Hört man natürlich jetzt ja nicht so. Oh. Schauen kommt uns bekannt vor. Ich hoffe, dahinter ist nicht der böse Hund. Wieder einen Brunnen gefunden. Brunnen sehen hier sehr ähnlich immer aus. Ich meine, in der Vorstellungskraft wird es das wahrscheinlich dann, wird es dann wahrscheinlich auch keine unterschiedlichen geben. Okay. Da läuft ein Motor. Wir pirschen uns da nur von der Seite an.
Wenn wir wissen, dass hier eine Mauer ist, da kann uns jetzt nicht wirklich was passieren. Nicht, dass der Zaun plötzlich nicht da ist. Wäre schlimm. Und ihr wisst ja, wie die Autofahrer manchmal unterwegs sind. Natürlich ist das gruselig, wenn hier jemand Rasen mäht. Lang wie ein Auto, war aber kein Auto, sondern ein Rasenmäher. Aber das ist schon wieder alles vorüber. Wir wissen ja jetzt, was es war. Und der gute Herr, das war die erste menschliche Seele, die wir hier wahrgenommen haben. Ich meine, hier geht bestimmt gleich eine Brücke los. Wusste es. Ray wusste es auch, denke ich. Oh. Okay. Dann mal weiter. Vielleicht können wir irgendwann wieder. Normalerweise ist es ja so auch, dass der Mensch immer im Kreis läuft. Er würde niemals geradeaus laufen, sondern er läuft meistens im Kreis. Das bedeutet, wenn wir. Wenn wir weiterlaufen, werden wir sicherlich irgendwie wieder zu Hause ankommen. Hier haben wir wieder einen Zaun. Was war das für eine Musik? Oh Gott, wieder ein Hund. Vielleicht dasselbe? Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme da wirklich Gänsehaut. Tut mir ein bisschen leid um Rädern, weil man weiß ja nie. Der Hund auf der Straße. Nicht, dass er auf der Straße ist. Warum ist der nicht eingesperrt? Was soll das? Was ist hier los? Werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Ciao.